Herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Ich bin der Conny und heute spielen wir Space Run Fast and Safe Delivery. Das Spiel ist im Endeffekt ein Tower-Defense-Spiel im Weltall, das auf einem dieser Raumschiffe, das ihr hier zum Beispiel sehen könnt, stattfindet. Ihr müsst also Frachtgut im Weltall von Punkt A zu Punkt B bringen und auf dem Weg dorthin kommen natürlich verschiedene feindliche Raumschiffe. Ihr müsst Asteroiden bekämpfen und gucken, dass dem Transport nichts passiert und am besten könnt ihr dann das Ganze auch möglichst schnell liefern. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch. Ich bin hier mit diesem Profil eingeloggt. Wir haben aktuell 1150 Gold quasi, das ist die Währung, die wir hier haben, und einen Reputationsstatus von 9. Das heißt, wir haben ganz gute Punkte schon gesammelt und das sorgt dann dafür, dass immer größere Kunden uns gerne hätten als Menschen, der das dann durch die Galaxie transportiert. Wir sind hier dieser Charakter, Bugman, in dem Fall also ich, Conny. Dann haben wir hier auf der Delivery-Seite sozusagen die Quests, die zur Verfügung stehen und was sie uns bringen würden. Mal kurz gucken. Also das ist sozusagen das, was wir hier transportieren müssen. 4 Container und einmal Mechanic. Wir könnten aber auch eine dieser beiden Aufgaben hier erfüllen. Und dann sehen wir auf der rechten Seite Engineering. Die Punkte, die wir hier sammeln, dieses Gold, können wir ausgeben in Upgrades oder eben zusätzliche neue Teile, die wir für unser Tower Defense Spielchen verwenden können. Lasst mal gucken, was wir denn so zur Wahl hätten. Gibt es irgendwas ganz Neues? Ein Power Generator? Nee, den will ich jetzt nicht freischalten für 500. Hier gibt es auch nicht wirklich was. Vielleicht ein Upgrade für unsere Laser Cannon. Komme ich gleich dazu. Und vielleicht auch die Schilde nochmal ein bisschen aufwerten. So, wir nehmen mal diesen Auftrag hier an. Wir müssen also einmal Mechanik und 4-mal Container nehmen. Dann machen wir das doch, oder? Machen wir das oder nehmen wir eine andere? Wir nehmen das erstmal. So, dann sind wir am Anfang immer in der Situation, unser Raumschiff ausstatten zu müssen. So sieht das also in dem Fall aus. Mal ganz kurz gucken, was es hier ist, was wir hier transportieren. Okay. Und jetzt müssen wir quasi die 3 Sachen, die hier zur Verfügung stehen, auf das Raumschiff setzen. Also einmal die 4 Container. Die setze ich ein bisschen mittiger, damit die... Wobei mittig ist auch schwierig, ne? Es gibt kaum mittige Spots. Damit die ein bisschen geschützter sind, ne? Denn außenrum werden wir dann ja unsere Geschütztürme bauen und die Schilder. Dann brauchen wir natürlich einen Antrieb. Den setze ich mal hier hinten hin. Ich werde nämlich dann später hier noch einen hinsetzen. Damit kommen wir dann nämlich schneller voran und damit können wir schneller liefern. Und dann haben wir noch hier Mechanic. Ja, setzen wir mal hier hin. Das ist also das Schiff, mit dem wir jetzt starten werden. So, da geht's auch schon los. Hier unten seht ihr jetzt, das sind die Möglichkeiten, die wir haben, unser Raumschiff auf den freien Plätzen auszustatten. Und wir sehen, von da oben kommt jede Menge an. Das heißt, wir werden erstmal bauen ein paar Laser-Gefechtstürme hier hin. 3 Stück. Und zwar auch so ausgerichtet, dass die Spitzen natürlich in diese Richtung schauen. Ansonsten könnte man mit dem Mausrad die Orientierung dann einfach ändern. Mit Shift kann man übrigens ein bisschen reinzoomen, mit der Control-Taste ein bisschen rauszoomen, hat aber keinen wirklichen Einfluss. Wir können auch sehen, wann das dann hier kommt und wie das aussieht. Und da kommen schon die Asteroiden. Also eigentlich kommt hier nur dieser mittlere gefährlich nah ran. Wir sammeln übrigens im Laufe der Zeit hier immer diese, wir nennen sie mal Gears, also Sachen, mit denen wir dann die Upgrades kaufen können. Oha. Doch ganz schön sportlich hier. Wir sollten nicht erwischt werden von den Asteroiden, denn wenn ein Asteroid auf unser Raumschiff prallt, verlieren wir eines dieser freien Platzierungsmöglichkeiten. Also hier zum Interface noch, das hier sind wir, hier ist dann das Ziel und ihr seht Lightspeed Delivery und Express Delivery. Wenn wir also so schnell liefern, dann gibt es sozusagen nochmal Bonus. It's my pleasure to serve. This baby has teeth.
Wir können hier auch, das habe ich inzwischen freigeschaltet, diese Geschütztürme reorientieren. Also wir können sie nochmal drehen, wenn wir das möchten. Und wir können sie auch reparieren, wenn sie Schaden genommen haben. Das kostet dann allerdings. So, ich habe hier noch ein Schild. Das Schild baue ich mal hier hin. Das schützt dann in einem kleinen Umkreis alles, was da drin ist. So. Genau, ihr seht das ja. Also ein bisschen Cargo ist mit drin geschützt und drei der Geschütztürme, was nicht schlecht ist. Den werden wir nochmal reorientieren nach oben. Ebenfalls. Wobei, den können wir fast noch so lassen. Ja. Das ist doch super. Beim nächsten, bei der nächsten Möglichkeit, wenn ich Gears noch gesammelt habe, werde ich dann gleich noch einen Antrieb mehr hineinbauen. Dann sind wir ein bisschen schneller am Ziel. Eieiei, das wird's aber sportlich. Und von da unten kommt auch noch jemand. Oh Mann, Leute. Ah. Gerade noch so. Ah, erwischt er uns? Das war aber knapp, Freunde. Das war echt knapp. So, neuer Antrieb. Excellent choice, dankeschön. Den reorientieren wir wieder nach vorne. Den reorientieren wir nach unten. Ab jetzt fliegen wir ein bisschen schneller. Den reparieren wir für 7. Den reorientieren wir wieder nach oben, weil da kommen gleich wieder welche. Dann haben wir 3 nach oben. Müssen wir abwarten. Alles mal neu ausrichten hier. Ups, falsche Taste. Das Spiel gab es ja im Sale bei Steam. Gibt es immer wieder. Also ich glaube, ich habe 2,50 bezahlt. Wenn ihr so auf Tower Defense Zeug steht, mit ein bisschen Weltraum-Setting, kann man das machen. Also es ist eine nette Unterhaltung. Ich habe es jetzt noch nicht so viel gespielt. Es ist ja auch nur ein Angespielt, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommt von dem Spiel, wie das überhaupt funktioniert. Ah, ist schon sportlich, ne? Eieiei, knapp daneben hier. Ich setze noch einen dritten Antrieb rein. Ups, nee, Entschuldigung. Ich wollte Antrieb setzen. Und dann hier noch nach vorne. Boah, da kommt aber einiges rum, ey. Jetzt sind wir noch schneller, mal gucken. Oh, Express Delivery schaffen wir offenbar. Lightspeed Delivery wird nichts mehr, aber Express wäre natürlich cool. Gibt noch ein bisschen Bonus. Dann schützen wir noch ein bisschen was. Wir haben kaum mehr Plätze, aber können wir ja mal machen. Und hier vorne habe ich ja 3 Geschütztürme. Das ist wichtig, weil wir bekommen hier diese Schmuggler. Und das kann natürlich jetzt gleich richtig sportlich werden. Also ein bisschen aufpassen. Kann nicht reparieren. Ich muss warten, wenn ich getroffen werde. 5 Sekunden Cooldown quasi. Scheiße. Ah, schon hart hier. Oh fuck. Fliegen die jetzt auf uns? Nee, zum Glück drunter. Ich dachte schon. Cool. Das haben wir schon mal überlebt, die Welle. Hm. Okay, da kommt was. Jetzt kommt von allen Seiten was. Jetzt setze ich hier nochmal. Moment. Reorientieren nach vorne. Das ist jetzt echt hart zu entscheiden. Ah, der ist schon wieder platt hier. Alles viel teurer als einfach nur zu reparieren, aber ich kann halt aktuell nicht reparieren. Ich hoffe, die Asteroiden machen uns keine Probleme. Okay. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Ja.
Und ich glaube, es ist alles unbeschädigt geblieben. Das heißt also, wir dürften auch mit dem Express Delivery ein bisschen Bonus bekommen. Job well done. Well done, sagt er. Da ist doch schon mal was. Sind wir angekommen? Oh ja. Space Credit, Express Delivery, 100% angekommen. Wir haben eine ordentliche Reputation. Sir, it seems your success has made you a bit of a star. You have an incoming call from the Brandon Richards. This ought to be interesting. Buck! Buck, man! Your reputation precedes you. You are one cool space runner. Thanks. To what do I owe this honor? It is quite the honor to speak with me. Usually my time is booked months in advance. But I have a proposition for you. Also unsere Reputation ist jetzt so angestiegen, dass wir jetzt halt eben einen größeren Kunden am Ding haben hier. VIP Travel, das ist der Typ, der uns gerade angerufen hat. Planet Express, der möchte gerne, dass wir hier verschiedene Räume transportieren. Ja, und das ist im Endeffekt das Angespielt von Space Run, Fast and Safe Delivery. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, über einen Kommentar natürlich und am liebsten habe ich, wenn ihr ein Abo klickt und mich abonniert. Danke fürs Zugucken, 11 Minuten gespielt, passt. Bis dahin, ciao.